Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Diablo 3. Und zwar, ich habe jetzt auch mal den Titel geändert, bis das der Tod uns scheidet. Ist doch ein ziemlich passender Titel hier für so ein Hardcore-Let's Play. Und beim letzten Mal habe ich euch ja vergessen, habe ich euch vergessen, unseren Protagonisten mal vorzustellen, und zwar Maya. Maya, also seines Zeichens Hexendoktor. In einem wunderschönen Gewand mit ganz, ganz vielen hübschen, naja, mehr oder weniger hübschen Begleitern an seiner Seite. Und Maya ist also eines meiner ältesten, oder nee, ist der älteste Charakter, den ich noch habe. Der hat also 189 Spielstunden auf dem Buckel und ist so ein Überbleibsel aus den Diablo, nee, aus der Diablo 3 Vanilla-Zeit, also aus dem Hauptspiel. Den habe ich also, bevor Reaper of Souls erschienen ist, also relativ oft gespielt. Und jetzt habe ich ihn also danach einfach mal auf 70 gezogen und jetzt geht's also weiter. Wir sind auch schon bei den Paragon-Punkten bei 453 angelangt. Und mein Battletag da oben, wer mich also mal adden will, wer ein bisschen mit zocken will, Schwanne2894 kann mir gerne mal eine Anfrage stellen. Leider ist es mir nur möglich, bis zu, ja, mit einem maximal zwei vielleicht zusammenzuspielen, weil sonst mein Rechner einfach mal in die Binsen geht. So, und wir wollen mal gar nicht weiter hier auf mein Bild eingehen. Da bin ich beim letzten Mal schon eingegangen. Wenn Interesse besteht, fragt mich einfach mal in die Richtung. Ich trinke mal ein Schlückchen Kaffee. Sondern wir wollen ein paar Bounties machen. Bounties oder auf Deutsch Kopfgelder. Die wollen wir machen. Oh. Und mal gucken. Oh. Da ist ein Bus angekommen. Uiuiui. So, gut. Tja, wozu braucht man Bounties? Die Kurzform zur Erklärung von Bounties ist, Bounties führen zu Rifts, Rifts führen zu Greater Rifts. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Und genau. Das war's. Die lange Form ist, muss mal mein Öhrchen wieder mal ein bisschen den Sound ein bisschen leiser stellen. Die Kurzform ist, man kriegt hier also sogenannte, ich glaube Fragment, wie heißen die Dinger hier? Ah ja, Fragment eines Portalschlüsselsteins. Die kriegt man hier, wenn man also erfolgreich eine Bounty, ein Kopfgeld erledigt. Die Frage ist jetzt natürlich, was muss man da machen? Das sind also Mini-Quests, die man erfüllen kann. Im Abenteuermodus, im Story-Modus sind sie nicht verfügbar. Aber hier sehen wir, quer über die Map verteilt hat man hier so kleine Quests, die muss man erledigen und dann kriegt man am Ende einen hochadrischen Würfel. Und in diesen hochadrischen Würfel sind also aktspezifische Legendaries drin. Die kann man auch nur bekommen, wenn man diese Bounties macht und halt auch nur in diesen entsprechenden Akt macht. Und wir machen jetzt quasi die Bounties in Akt 1 und ja, die Kenner unter euch werden es wissen, hier besonders interessant bei den Bounties ist also dieses Schmuckstück und zwar ist also der Ring des königlichen Prunkes. Was macht der? Der reduziert also die benötigten Set-Items um 1. Das heißt also, wenn man also einen 6er Set-Bonus hat und diesen Ring hat, braucht man also nur 5 Set-Items und man bekommt den 6er Set-Bonus. Man braucht aber mindestens eine Anzahl von 2. Das heißt also, wenn man 1 hat, ein Set-Item anlegt und diesen Ring, dann kriegt man keinen Bonus. Ich habe aber allerdings festgestellt, dass die Boni bei dem Witch-Doktor äußerst bescheiden sind. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Nichts, was wirklich erstrebenswert ist. Wir haben hier also drei klassenspezifische Sets. Wir haben hier einmal dieses Höllenzahn-Tunika vom, ja, Höllenzahn-Set. Da unten seht ihr also, das ist also für mich nicht erstrebenswert. Dann haben wir, nee, das ist es nicht. Okay, mehr habe ich noch gar nicht an. Dann haben wir also das Set des Jadeernters. Wir wollen mal hier direkt hier runtergehen. Das Blinken zeichnet uns also oder kennzeichnet uns also da, wo wir hin müssen. Kommt automatisch, wenn man in der Nähe ist oder ich glaube, wenn 10 Minuten oder so vergangen sind, dann kriegt man also eine kleine Hilfestellung. Und wir müssen jetzt hier also alle Gegner auf der zweiten Ebene töten. Ja, wir waren also beim Höllenzahn-Set. Ja, die Bonnie, naja, ist nicht besonders. Das einzig interessante Set ist fürs Endgame
Das Hemd des Jade-Ernters. Oder Jade-Ernters-Set. Das ist erstrebenswert. Und dann gibt es, glaube ich, noch Tsunimasa. Aber Tsunimasa ist für mein Bild auch nicht so interessant. Ja, also da ist quasi. Es ist also nur ein Vierer-Set. Das heißt, besteht nur aus vier Teilen. Und das sind aber belegt aber so beschissene Slots. Also beispielsweise einen Ring hat man da. Ich weiß gar nicht, was man noch. Ich glaube, Tsunimasa Ring. War es sogar ein Mojo. Also hier die Offhand, die Nebenhand. Also total beschissene Dinger. Und der letzte Bonus ist halt, dass unsere Fetische dauerhaft überleben, bis sie sterben. Und das ist jetzt nicht besonders interessant, weil wir in der Regel sowieso, weil die sowieso so lange überleben. Also, es ist einfach, naja, die überleben, also die sind sowieso eine Minute an unserer Seite und ich weiß gar nicht hundertprozentig, ob das überhaupt für die Opportunisten gilt oder ob das nur für die Fetisch Army gilt. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ich kann es auch noch, euch nochmal. Wir können ja mal kurz gucken hier. Hier seht ihr übrigens meine Paragon-Punkte. Kann ich ja mal kurz drauf eingehen. Ich habe Bewegungsgeschwindigkeit drauf, 25%. Das ist das Maximum, was man auch erreichen kann. Und den Rest so ein bisschen Wit-Int. Mana brauche ich nicht, weil ich keinen Mana-Verbrauch habe. Deswegen habe ich hier also auch keine Abklingzeitreduktion, sondern nur Angriffsgeschwindigkeit, Crit Chance und Crit Damage. Defensiv habe ich also Leben und Rüstung voll ausgeskillt. Weil Always kriegen wir ja durch unseren Main Stat. Und hier habe ich ja Leben pro Treffer und Flächenschaden. Okay. Nur falls es euch interessiert. So. Übrigens ein cooles Item ist dieser Frosch, den ich hier habe. Der gibt uns nämlich einen Pick-up-Radius, also einen Sammelradius von 20 Metern. Ist ziemlich praktisch. Gerade halt auch, wenn man beispielsweise auch mal Gold farmen will oder so. Das kann ich euch mal beim nächsten Mal zeigen, wie man mit dem Witch Doctor prima, prima, ganz, ganz schnell. Gold farmen kann. Okay, so, das war Nummer 1. 60 Millionen haben wir gekriegt. Weiter geht's. Ja, und diesen Prunkring, den macht man. Am besten macht man natürlich diese Bounties hier, indem man Split Farming betreibt. Das heißt, man geht entweder in ein öffentliches Spiel oder es gibt sogar, glaube ich, Communities. Nicht sicher. Ja, hier Split Runs. Also es gibt auch spezielle Communities und die bieten, oder da kann man halt einfach mal reingehen und fragen, ob da jemand Split Run machen will und. Dann macht man also quasi auf dem Schwierigkeitsgrad, der einem gegeben ist, trennt man sich also und jeder macht hier so eine Quest. Dann muss man die also nicht alle einzeln erledigen. So. Sondern man spart dadurch unheimlich Zeit. Wenn man zu viert so ein Ding macht, dann hat man innerhalb von 10 Minuten ist man hier durch. Weil es geht ja hier eigentlich nicht um XP, sondern es geht hier einfach nur um. Alter, wo willst du hin? Sondern es geht ja. Es geht hier einfach nur um diesen Ring des königlichen Prunkes. So, Mann, ey. Ja, ist natürlich blöd hier, wenn man seinen Fetischen nicht. Ja, komm, portet euch mal hier hin. Socker, jetzt haben sie ihn, endlich. Man ist halt sehr von den Fetischen abhängig. So, was muss man jetzt eigentlich machen? Ach so, irgendeine Truhe läutern. Okay. So. Ja, das ist hier eigentlich Dings. Ja, mit Patch 2.1.2 hat man auch ein paar neue Goblins eingeführt. Gobline, Gobline, Gobline. Und zwar gibt es also einen Blutsplitter-Goblin, so einen widerlichen Goblin. Also der droppt relativ viele Legendaries und hat eine richtig hohe Chance, Legendaries zu droppen. Dann hat man noch so einen Sammler, man hat so einen Juwelenhorter, der droppt also nur Juwelen. Dann hat man so einen, also der droppt quasi Crafting-Items, beziehungsweise die, na,
die Materialien zu craften. So. Das sind so diese neuen Goblins, die man eingeführt hat mit Patch 2.1.2. Hier mal. Nee, oder nicht. Genau. So, und ansonsten muss ich sagen, macht also Diablo wieder richtig Bock und Laune. Speziell halt auch, wenn man, ich meine, das kennt ihr noch, verfluchte Truhe. Ist jetzt also nicht so, nichts Überraschendes. Und dann heißt es hier, fighten, fighten, fighten. Und was ich noch sagen wollte ist, man kommt mit dem Witchstock relativ schnell mit diesem Bild, den ich spiele. Den kann man sicherlich auch noch abwandeln, den kann man auch noch optimieren, keine Frage. Aber man kann damit relativ entspannt, auch im Hardcore-Modus, relativ hohe Schwierigkeitsgrade gemütlich farmen. Also, wenn man, ich spiele den also überhaupt noch nicht lange. Und, wenn man hier mein Ding stellen. Hier mein Voodoo. Der erhöht also den Schaden, den meine Begleiter machen und meine Verbündeten machen um 30%. Ziemlich cool. Und jetzt haben wir hier also einen riesen Frame-Drop. Ich hoffe, es ist noch spielbar. Ich sehe gerade hier 13 Frames. Naja, kann ich alles haben. Jetzt können wir die Bonuskiste und blub sind wir auf 30. Das liegt A an meinem Rechner, möchte ich einfach mal behaupten. Und B halt auch so ein bisschen an der Programmierung von dem Spiel. Aber ich wollte unbedingt hier so ein Let's Play für Diablo 3 wieder ins Leben rufen. Also insofern, ja, seid da ein bisschen nachsichtig. Wie gesagt, der neue Rechner ist schon, zumindest auf dem Papier ist er schon erstellt. Jetzt brauchen wir bloß noch das Geld. Schrägstrich, ich brauche das Geld. So, jetzt müssen wir hier also so ein Realm Mob, genau, oder so ein, hier so ein Boss-Monster mehr oder weniger, oder so ein Elite-Vieh hier killen. Hier unten seht ihr übrigens immer Verderben der Mächtigen, also hält jetzt 45 Sekunden an, mache ich also 20% mehr Schaden. Nimmt man normalerweise nicht, wenn man Bounties macht. Warum nicht? Weil einfach, und erst recht nimmt man die nicht, wenn man einen 25er, wenn man noch den 50er Elite-Bonus noch nicht hat. Und zwar aus dem Grund, dass wir quasi ja nichts von haben. Weil die Elite-Mob-Dichte hier bei den Bounties relativ gering ist. Ja, in Rift sieht das Ganze wieder anders aus. Da ist die Mob-Dichte einfach größer. Von Elite-Mobs oder Rare-Mobs. Und falls ihr euch fragt, warum ich hier immer... Also, ich mache also kaum Schaden mit diesem Giftregen. Der Giftregen ist wirklich nur dazu da, um quasi meine Fetische zu spawnen. Um immer bei der Maximalanzahl von 15 Opportunisten / Fetischen zu sein. Einen anderen Sinn hat er nicht. Der soll also keinen Schaden machen, weil der Hauptschaden geht definitiv durch die Fetische. Ich werde dazu auch noch mal ein Video machen. Ich denke mal so ein kleines Bild-Order-Video. Ein paar Anregungen für euch. Wo das alles nochmal zusammengefasst ist, werde ich definitiv machen. Und mir schwebt da auch noch die ein oder andere Idee oder das ein oder andere kleine Format vor, was ich so ein bisschen machen kann mit Diablo. So. Habe ich Split Farming war ich glaube ich fertig zu erklären. Ja, wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen hier Multitasking und so. Müssen wir mal schauen, ob wir das hier noch so richtig hinkriegen. Ich glaube, ich habe jetzt anderthalb, zwei Monate kein Video mehr aufgenommen. Aber ihr wisst ja, mein Rechner war vermeintlich kaputt, jetzt läuft er wieder. Habe ich also doch keinen Grund hier mir einen neuen zu kaufen. Wobei meiner jetzt mittlerweile auch 8 Jahre alt ist, Zeit wird's. Ja, ein Schlückchen Kaffee hier. Bounties sind, also die Kopfgelder, / Bounties sind, ich glaube nicht so wirklich die beliebtesten. Noch nicht bereit. Der beliebteste Modus hier in Diablo 3. Warum? Weil mir kommt das alles so tierisch uninspiriert vor. Also wenn man hier 2-3 Bounties gemacht hat, also 2-3 Runden, meine ich. Das Schema wiederholt sich. Das Schema wiederholt sich sehr, sehr oft. Und die Questvielfalt an sich wiederholt sich auch noch zusätzlich sehr, sehr oft, sodass man immer wieder das Gleiche hat. Und sehr, sehr ermüdend. Und deswegen macht man eigentlich... Geh mal hier rein. Deswegen macht man eigentlich...
ja, nicht gerne Bounties. Wenn ich übrigens hier in diesen Geistermodus gehe, dann bin ich unverwundbar. Schöner, netter Hardcore-Nebeneffekt. Benutzt man aber glaube ich auch im Softcore. Genau, also ihr seht es ja hier schon. Also wir müssen also hier so ein Special Monster töten. Und wir müssen eine bestimmte Anzahl XY in Gebiet XY töten. Und das wiederholt sich halt. Ja, eine kleine Abwechslung ist noch, säubert Ebene 2 von Dungeon X. Ja. Es gibt übrigens die meisten XP. Und ich glaube, dann hört es aber auch schon auf. Ich glaube, mehr Alternativen gibt es nicht. Das waren so diese beiden Grundprinzipien, die sich immer wiederholen. Und das ist echt... Also sowas von ideenlos kann doch keiner sein. Also klar, es ist ein Spiel, es ist ein Hack and Slay und Spielvielfalt. Ja, okay. Kann man darüber diskutieren, ob es da halt noch irgendwie inspirierende Modi hätte geben können. Aber das haben aber zwei Grundprinzipien, die sich bis zum Erbrechen wiederholen. Naja, das kann auf Dauer nicht motivieren und auch nicht interessant sein. Aber gut. Müssen wir mit leben. Gut, also ich habe also ganz schön zu kämpfen hier. Ich muss übrigens immer in diesem blöden Kreis drinstehen. Beziehungsweise glaube ich auch, dass meine Fetische in diesem Voodoo-Kreis drinstehen müssen, damit sie davon überhaupt profitieren. Nicht sicher, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Mal gucken. Ja, was gibt's da noch für Spielmodi? Also wir haben jetzt also quasi die Bounties, ja, die wir gerade machen. Kopfgelder, die man machen muss, um bestimmte Items zu bekommen. Schrägstrich, um die Portalschlüssel für die Greater Rift zu bekommen. Aber ansonsten, was haben wir noch? Dann haben wir die Rifts an sich. Warum macht man Rifts? Rifts macht man, um Gear zu erfahren, weil wir dort eine hundertprozentige erhöhte Drop-Chance von Legendaries haben. Und das merkt man. Und wir haben die Greater Rifts quasi als Endgame. So, und das werde ich euch bei Zeiten auch mal vorstellen. Das ist ziemlich interessant, finde ich persönlich. Habe ich auch für mich erst neu entdeckt. Was heißt neu entdeckt? Also ich wusste, dass es gibt, aber bis jetzt hatte ich irgendwie nicht so die Notwendigkeit da irgendwie gesehen, da irgendwie mal tätig zu werden in diese Richtung. Und zwar sind das die sogenannten Überbosse, die Endbosse. Da kann man also bestimmte Materialien farmen bei den einzelnen Endbossen. Es gibt 4 an der Zahl. Und man kann sich da ein Höllenfeuer-Amulett schmieden. Und dieses Höllenfeuer-Amulett hat eine ziemlich coole Eigenschaft. Und zwar hat es als Sekundäraffix, dass man also quasi eine Passiva umsonst bekommt. Die ist festgeschrieben auf dem Amulett. Also Passiva XY. Und da der Witch Dog relativ coole und geniale Passiva hat, also Passiva sind das hier, wo war es hier? Achso, kann man im Kampf jetzt nicht, oder? Hier, das sind die Passiva. Und der hat richtig coole, die ich gut gebrauchen könnte. Würde es sich lohnen, also dort ein solches Höllenfeuer-Amulett zu farmen? Dafür muss man aber vorher die Schlüssel erfarmen. Und dann muss man also quasi 4 Portale öffnen. Dort sind jeweils 2 Endbosse drin, die man besiegen muss. Und auf Qua 6 geben die also mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit so einen Gegenstand, mit dem man denn kombiniert mit den anderen 4 Gegenständen, die man erfahren, also ein sogenanntes Höllenfeuer-Amulett craften kann. Und das ist ziemlich cool. Das ist ein ziemlich cooles Feature und das gefällt mir. So, dann sind wir jetzt hier endlich mal fertig. Und das hier ist wirklich eine Quest. 150 müssen wir jetzt hier finden und jetzt müssen wir jeden Baum einzeln killen, ey. Das nervt. So, haben wir hier noch einen? Es ist hier nichts da. Hallo. Dunkelmotte. Da haben wir noch.
12. Komm schon. Yeah. Hey. Machen wir mal hier. Wudu, 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 wudu. Komm her. So, 14. Hey. Und noch ein. So, 400 und ja, ein Offensiver, zack, Crit Damage. Ja, einen müssen wir noch, den Skelettkönig, oh, der ist eigentlich relativ easy. Und so, dann werde ich mich gleich auf den Weg in die Uni machen. Morgen erste Klausur. Vorbereitet bin ich, sonst will ich jetzt nicht zocken. Und dann geht es am Wochenende weiter mit ein bisschen Universitätskram lernen. Und dann werde ich auch mein Siedler 7 Let's Play definitiv beenden. Habe ich ja schon im Januar versprochen. Jetzt haben wir Mitte Februar. Naja, gut. Ich habe es aber schon so weit gespielt, dass ich es also definitiv auch beenden kann. Ich habe ja beim ersten Mal gefehlt beim Siedler 7 Let's Play. So. Oh nee. Also, hier, das ist ein ganz, ganz fieses Affix. Reflektiert Schaden. Dadurch, dass wir nicht so viel effektive Lebenspunkte haben, knüppelt der ordentlich rein. Das Gute aber am Krötenring ist auch, dass der relativ oder sehr, sehr gut mit Life on Hit sich verträgt. Oder synergiert. Sagt man das so? Synergiert? Synergiert? Symbionisiert? Oh Gott. Ja, auf jeden Fall geht da eine gute Symbiose ein mit Life und Hit. Das heißt, wir können uns also mit dem Krötenring relativ gut gegenheilen gegen Schaden. Das wollte ich eigentlich damit nur zum Ausdruck bringen. Und wir werden jetzt mal hier gleich durchgehen. Ja, ihr seht schon, also hier mein Buff, der mit 45 Sekunden kommen wir da nicht weit. Den Ring muss ich auf jeden Fall noch weiter upgraden. Okay. Na? Dann hat, glaube ich, diese Folge doch länger gedauert als beabsichtigt. Ja, Qual 5. Lockig hier ein paar Rifts gemacht. Achso, und ich werde also jetzt immer mal ein paar Legendaries sammeln, wenn ich farme. Nicht mal so außerhalb vom Let's Playen, also quasi mal spiele. Dann werde ich also ein paar Legendaries sammeln. Unidentifiziert. Und dann werden wir immer mal Ende einer solchen Folge mal gucken, was wir da so Schönes bekommen haben. Um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu gestalten für uns. So. Dann sollten wir sie auch gleich geschafft haben. Was ist hier mit dir? Skelettkönig. Kein Problem. Sehr schön. So, weiße Items nehme ich übrigens immer mit. So, jetzt können wir also die horadrische Reliquie uns abholen. Und wollen wir mal gucken, ob wir ein Legendary drin haben. Jo, Schulterschutz. Crap. Ja, ich glaube in Akt 1 waren es 5 Legendaries. 5 verschiedene. Also es gab ein Amulett, Schulter, ein Schwert, den Ring, eine Krone und ich glaube, waren das schon 5? Ich glaube, ja. Und auf Qual 6, also auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, kriegt man also mit einer 100%igen Sicherheit 1 von diesen 5. Also wenn man in diesen Ring farmen will und gemütlich Qual 6 ready ist, sollte man vielleicht auch schon ein paar Ringe mehr farmen. Ist ein bisschen effektiver. Okay, ja. Das ist hier natürlich Crap. So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich ganz artig fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr einfach das alles nur gut fandet, was ich hier mache, oder falls ihr ja, Themenvorschläge habt, dann schreibt es einfach unter die Comments. Ich werde sie definitiv lesen und auch unter Garantie beantworten. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz artig fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt in die Uni und verabscheue mich wie immer mit einem einfachen Bye-bye.